Eine Behelfsbrücke über die Leine zwischen Olxheim und Garlebsen haben Mitarbeiter einer Fachfirma aus Hannover montiert. Denn die alte, 1951 gebaute Leinebrücke ist marode, einsturzgefährdet und seit September 2014 komplett gesperrt. Der Kreistag hatte im Oktober 2014 nach heftigem Bürgerprotest beschlossen, für eine Übergangszeit eine Behelfsbrücke zu installieren, bis eine neue Brücke die Dörfer wieder verbindet. Bei den Planungen für die Behelfsbrücke hatten sich im Frühjahr Verzögerungen ergeben, weil unter anderem eine neue Wasserleitung unter die Leine gedükert werden musste. Zurzeit läuft ein mehrjähriges Planfeststellungsverfahren für eine dauerhafte Ersatzbrücke. In rund achtwöchiger Bauzeit sind seit Juli 2015 die Widerlager für die Behelfsbrücke über die Leine zwischen Olxheim und Garlebsen sowie die Straßenanschlüsse erstellt worden. Der erste Kreisrat, Dr. Hartmut Heuer, ließ sich von Ralf Buberti, dem Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt beim Landkreis Northeim, informieren. Auch vor Ort waren Garlebsens Ortsbürgermeister Hans-Jörg Kelpe und die Sprecherin der Bürgerinitiative Pro Leinebrücke, Editha Brackmann. Zahlreiche Bewohner der Dörfer verfolgten die mehrstündigen Arbeiten vor Ort. 30,5 Meter sind die zwei Durchlaufträger lang und jeweils 16 Tonnen schwer. Zehn je 2,5 Tonnen schwere Fahrbahnelemente werden zwischen diese Träger gehängt. Auf einer Seite kommt außerdem ein 1,50 Meter breiter Gehweg hinzu. Insgesamt 64 Tonnen wiegt die Behelfsbrücke, die der Landkreis Northeim mietet. Es ist auch für die Fachleute immer wieder Millimeterarbeit, bis die an einem 170-Tonnen-Kran einschwebenden Stahlträger in den Widerlagern an beiden Ufern richtig sitzen.